weiteren Folge der Sturm Graz Karriere. Ich darf euch damit recht herzlich begrüßen. Wenn ihr noch kein Abonnent auf meinem Kanal seid, dann lasst jetzt ein Abo da und lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch dieses Video gefallen wird, ich denke mal schon. So, und ja, wir haben es in der Europa League geschafft. Haben hier 10 Punkte in der Tabelle. 4 Punkte Abstand zum Tabellenführer. Und es gibt Transferangebote für Siebenhandel. Ich lehne diese Angebote alle ab. Ich möchte meinen Torhüter unbedingt behalten. Das ist natürlich ganz klar. Jugendspieler Well weg, Baller ist verkauft worden, Zimmermann ausgeliehen, monatliches Scouting-Update. Haben wir da jetzt ein paar interessante Spieler dabei, die österreichisch sind? Nein, kein interessanter Spieler dabei. Und Bintama mit der 63er Stärke, 64, nein, 63er Stärke. Weiter. Wir haben als nächsten Gegner den WAC zu Gast, Konstantin Blumberger. Der kommt mir vor, als hätte ich ihn in FIFA 19 schon mal gehabt. Jugendakademie, wo ist Blumberger? Konstantin Blumberger ist ein 81er Potenzial. Zeitlich größere potenzielle Spieler. Nein. So. Und bevor es hier da zum WRC geht, schauen wir uns die Aufstellung ein wenig an. Cutlets raus, dafür Radewe rein. Der junge Lema soll statt Tube kommen. Stürmer, Verteidiger. Innenverteidiger haben wir gar keine, ist mir aufgefallen. Dafür haben wir einen linken Verteidiger. So, die Tabelle, ja. Die Tabelle schaut damit so aus, dass hier wir vierter Platz sind mit 10 Punkten. Wo steht denn eigentlich der liebe WAC hier? Wir sind zu Hause und sollten eigentlich ein paar Punkte machen. Wo ist WAC? WAC siebter mit 8 Punkten, könnte mit einem Sieg auch uns überholen. Wir haben 2 Gegentore mehr. Ganz so. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. So, damit geht's jetzt rein in heiße 90 Minuten. Ja, und das Stadion ist bei diesem Derby wie immer gefüllt, bei diesem Pack-Derby. Und es geht rein in die ersten heißen 45 Minuten. Sehr schön. Oh, der Ball kommt aber weit an. Er geht aber irgendwo hin. Schmerböck. Gut gemacht, gut durchgesetzt. Und das ist der Führungstreffer. 1-0, was für eine Bombe. Ja moin, hallo Herrschaften. Das ist ein schönes, herausgespieltes Tor. Wunderschön, da kommt der Pass an, da ist alles frei. Da ist wirklich alles frei. Und das macht er mit links. Das Netz da mit links ein. Lukas Grozurek. Lukas Grozurek. Und damit ist die Führung auch sehr gut. So, Radewe. Ein starker Spieler. Muss es wieder schnell gehen, oder? Schafft er das durch? Hier, Länder. Legt ihn auf. 2-0. Bintama. Doppelschlag. Doppelschlag, wunderschön, Tor, Bintama, Dieter Bintama mit seinem 5. Saisontor, wunderschön, in die
München gespielt, Entschuldigung. Fünftes Saisontor. Damit geht es jetzt natürlich einfacher. Ich hoffe, dass der WRC hier nicht irgendwelche Ausgleichstore macht. Ritzmeier. Hoch. Ball von hinten. Oh, aber kein Tor. Eigentlich sollte man John Weismann einsetzen. Dann können wir diese John Weismann-Scherze auch gegen den WRC durchführen. Schön in die Tiefe gespielt. Noch einmal, Hierländer, und das ist aus der Drehung. 3-0, Bindhammer, sechstes Saisontor. 22 Minuten gespielt. Und der WRC ist wirklich schlecht hier in diesem Spiel, Spiel gestartet. Und 3-0 die Führung hier. Aber das heißt noch gar nichts, es kann jederzeit der WRC zuschlagen. Achtung, Novak setzt sich hier schön durch. No, God, please, no! Ja, das geht hier ziemlich rund. Balic mit einem Hammer. Schöner, scharfer Reingabe und da schläft die Abwehr. Und da ist der Balic einfach ungedeckt. Hussein Balic. Da löst er sich. Bindhammer. Scheitert und der Ball kommt trotzdem noch zu ihm. 4-1. Was für ein schönes Tor. Hattrick Nummer 1. Also das müssen wir uns noch einmal in der Wiederholung anschauen. Und ihr hört die Fans. Da kommt er durch. Stolpert. Ja, das ist peinlich. Das ist Pech. Peinlich und Pech. Ja. Strömender Regen. 4-1. Das ist Sturmswetter. Siebtes Saisontor. Dieter Bindhammer. Ich weiß nicht, wenn sie in der ersten Halbzeit schon 4-1 steht, wie das ausgehen soll. 62 Minuten gespielt. Auch immer führt man noch 4-1. Das kann sich aber jederzeit ändern hier. Entweder holt WRC das Ganze auf. Achtung. Gefährlich. Lackner. Und WRC mit dem Einwurf. Coolman. Hier kommen wir nicht an den Ball und der Schuss aufs Tor von WRC. Lubicic lässt sich den Ball abjagen. Leitgeb. Achtung. Die komplette Abwehr ist offen. Aber abgewehrt von Simhandl. Richtig gut. Lubicic. Ah, hier auch mit unterwegs. Ritzmeier. Lubicic, jetzt mal ein bisschen schneller. Da kommt keiner dazwischen. Doch, Schmerberg, Achtung. Hat der den über die Außen noch? Ja, den hat er noch. No, God, please, no. 4-2. Schade. Wenn man gleich wieder Torschütze war, aber da muss ein Wechsel stattfinden. Nürnberger statt Rummer, der hat schon gelb, nämlich. Sprangler mit dem Tor und jetzt kommt Nürnberger statt Rummer. Sehr schön herausgespielt. Sehr schön, Lubicic. Ein Abseits, Balle. Rathebe, jetzt wartet man ein bisschen ab. Oh, kein ordentlicher Pass hier. Die 90 Minuten sind auch schon um und es ist ein 4-2 geworden für Sturm. Dank eines starken Bindhammers, der hier durchgespielt hat. Lask verliert auch zu Hause, also jeder verliert hier zu Hause, sehr interessant. Und das nächste Spiel ist ein Heimspiel gegen Sporting Lissabon. Freut euch drauf, denn ich freue mich auch drauf und
wird es ein spannendes Spiel. Das seht ihr beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, Servus, grüß euch.